Hallo zu einem neuen Video. Heute sehen wir uns an, wie du ein Pluszeichen vor einer Zahl anzeigen kannst. Bevor wir starten, bitte diesen Kanal jetzt abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann, und bedanke mich sehr herzlich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Vielen Dank. Und jetzt starten wir los. Excel ist ein großartiges Tabellenkalkulationstool, aber es gibt ein paar Dinge, die manchmal irritieren können. Wenn man beispielsweise bei der Eingabe plus 100 eingibt, so verschwindet einfach dieses Pluszeichen. Dasselbe passiert, wenn man versucht, führende Nullen vor einer Zahl einzufügen, beispielsweise für eine Vorwahl. 0044 wird als 44 angezeigt. Der Grund dafür ist, dass Excel diese als überflüssig ansieht. In manchen Situationen wird es jedoch erfordert, dass ein Pluszeichen vor einer Zahl dargestellt werden soll. Dazu habe ich uns ein Beispiel mitgebracht. Und zwar sieht man hier in den Spalten die einzelnen Monate und in den Zeilen die Umsätze. Diese werden hier angeführt und im zweiten Abschnitt habe ich nun zu den einzelnen Monaten immer die Abweichung zum Vormonat hier ausgewiesen. Das bedeutet, plus 186 Euro wurde im Februar mehr erzielt als im Vormonat. Damit ich das für das Auge einfacher lesbar darstellen kann, habe ich mich hier mit diesem Pluszeichen und Minuszeichen bedient und wäre einer dieser Anwendungsfälle. Ein weiterer Anwendungsfall ist, wenn das Pluszeichen vor einer Telefonnummer stehen soll, da Telefone oft mit einem führenden Pluszeichen geschrieben werden aufgrund der Vorwahl. Sehen wir uns das nun konkret an, wie man das Format entsprechend anpasst. Dazu habe ich dieselbe Darstellung bzw. Tabelle in einem anderen Arbeitsblatt mitgenommen oder kopiert, jedoch ohne diese Plus- und Minuszeichen. Die Lösung besteht nun darin, ein benutzerdefiniertes Zahlenformat für die Zelle zu erstellen, in der ein Pluszeichen vor der Zahl angezeigt werden soll, also nur die positiven. Das kann ich mit der Selektion des entsprechenden Bereiches vorbereiten, und anschließend mit einem Rechtsklick öffnet sich ein Menü und dort kann ich auf Zellen formatieren klicken und erhalte nun ein Auswahlfenster, in dem ich die Zahlenformate konfigurieren kann. Hier ist für das Zahlenformat Standard hinterlegt und ich möchte hier jedoch ein benutzerdefiniertes Zahlenformat verwenden. Dazu gebe ich plus 0, ein Semikolon, minus 0 und eine 0 an. Bestätige mit OK und erhalte nun entsprechend diese Darstellung mit Plus und Minus. Wichtig, es ändert sich nicht der Wert in der Zelle. Es ändert nur die Art und Weise, wie die Zellendaten angezeigt werden. Während man also das Pluszeichen vor der Zahl sieht, ist dieses Zeichen jedoch nicht als eigentlicher Inhalt der Zelle vorhanden. Das bedeutet, man kann diese Zahl also weiterhin in Berechnungen verwenden. Wie du siehst, kannst du mit diesem benutzerdefinierten Zahlenformat eine einfache Darstellung dieses Pluszeichens durchführen. Und falls du Fragen dazu hast, hinterlass mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, dir zu antworten und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg!